So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part der Partie gegen Ranuk 61. Und ja, es sind einige spannende Fragen. Beginnt eventuell schon Barbarossa. Das ist frech, wieso kann der mich denn sehen? Also so ein Arschloch. Das ist wieder sowas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Okay. Ja, das ist natürlich nicht so angenehm. Alles in allem. Okay. Da haben wir ein U-Boot. Da sind einige U-Boote. Die wollen sich dann wahrscheinlich gleich um die sowjetische Flotte kümmern. Ja, also ich habe so das Gefühl, dass mein Gegner noch zu gut für mich ist. So, da tauchen Einheiten auf. Gut, gucken wir uns mal an, was er da so im Angebot hat. Ich denke mal, er wird noch mit Barbarossa warten, bis er da einen Sieg geholt hat. So, da haben wir einen Panzer. 366 MPP. So, also schwerer Bomber ist Stufe 1. Den würde ich eigentlich ganz gerne wieder da drauf gehen. Versorgung. So, das kann ich jetzt nicht sehen. So, tun wir den mal aufladen. Und ja. Egal, machen wir mal. Aua. Wie sieht denn die Versorgung aus? 6 haben die. Natürlich immer noch zu gut. Ist klar. So ein Arschloch. Da ist der so überlegen. Ich fasse es nicht. Na gut. Graden wir den mal ab. Ja, wie schaffe ich das jetzt, dass ich den... kriegst auch mal dein Upgrade. So, und die sind unterstellt. Freistellen. Wer ist denn da unterstellt? Ja, die Flugzeuge. Moment, habe ich den jetzt? Jetzt habe ich den. So.
Der kriegt mal seine Upgrades. Das war doof, Team wollte ich mich da hinstellen. Ja, es ist die Frage, wenn ich den natürlich da hinziehe, dann kommt er wahrscheinlich nicht mehr weg. Ich könnte ihn ja eh nur durchtauschen. So, du könntest da schon mal hin. Und es ist natürlich die Frage, also tendenziell würde ich sagen, dass wir da irgendwas noch brauchen, aber da bräuchten wir halt auch ein Hauptquartier eigentlich. Okay, aber die sind schon mal ein bisschen angenockt, was schon mal sehr, sehr gut ist. Die haben leider ihre Verschanzung verloren. Upgrade, Verstärkung aussetzen. Ah, hier, das ist das. Ah, nee, das ist nicht das. Einheiten ein- ausblenden. Hexfeldgitter, ja. Gut. Aber das wird ihn noch ein bisschen beschäftigen. So, und mich beschäftigt jetzt etwas anderes. Kann ich nicht verstärken. Wieso kann ich den nicht verstärken? Den kann ich wahrscheinlich nur bis 8 verstärken. Wir könnten ihm vielleicht Upgrades geben, damit er sich vielleicht ein bisschen besser halten kann. In der Hoffnung, dass er vielleicht noch eine Runde länger überleben kann. Wobei die Hoffnung natürlich sehr stark begrenzt ist, muss ich sagen. Wie sieht denn das eigentlich mit dem Pionier aus? Der ist noch am Start. Okay, und ich sollte mal ein bisschen mehr ins Mikrofon reinsprechen und nicht einfach so ins Leere labern. So, also tendenziell würde ich ganz gerne die ein oder anderen Upgrade machen. Ist aber die Frage, also Infanteriewaffen, das wird noch dauern, bis 2 kommt. Und Industrietechnologie 2 wäre halt auch wichtig. Also vielleicht warten wir jetzt erstmal so lange, bis halt Barbarossa kommt. Dann kann man ja immer noch was machen. So, und gucken mal, ob wir irgendwas finden.
Ja. Scheint aber momentan ruhig zu sein an der Front. Könnten die Amerikaner noch in irgendwas rein investieren? Also Marinewaffen, schwerer Bomber ist zu teuer. Ich würde sagen, die gehen mal in Befehlskontrolle rein. Ja, aber also mal gucken, wie lange wir uns da halten können. Aber ich bin da eigentlich, mach mir da keine großen Illusionen. Die Frage ist halt, wie viele Flugzeuge hat er? Also wenn man vielleicht mit allen alle Bomber nutzen würde, ob sich das irgendwie und auch Flugzeugträger weitere. Vielleicht sollten wir einfach den Flugzeugträger da noch Richtung Dinges schicken. Auch wenn das teuer wird. Letztlich. Aber dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Einheiten da, die irgendwie was reißen können oder vielleicht auch nicht. So, 9, 5. So, du gehst dahin. Okay, ja. Gucken wir noch mal kurz. Nationale Moral 85, 106, 100. Bei Italien gestiegen. Ja, das ist natürlich belastend. Andererseits, ich denke mir gerade, wir brauchen ja eigentlich gar kein, also nicht zwingend einen Befehlshaber. Es reicht ja auch, wenn wir den Irak umstellen. Von daher schicken wir einfach noch ein Korps runter, würde ich sagen. Und gucken einfach mal, was passiert. So, ich würde sagen, ihr geht mal auf Modus Jagdflugzeuge. Ja, und viele Möglichkeiten haben wir jetzt leider nicht mehr. Also 80 Einheiten hat der Feind jetzt schon. Das ist natürlich eine ganz schöne Menge. Forschung, Diplomatie ist jetzt eigentlich nichts mehr passiert in letzter Zeit. Also er hat wahrscheinlich dann jetzt eher Einheiten abgegradet, neue Einheiten gekauft. Gut, ich meine, der Forschungsvorsprung gegenüber den Sowjets ist natürlich auch so groß, dass ihm das auch reicht. Naja, warten wir mal ab. Hoffentlich können die noch ein bisschen durchhalten hier. Die haben aber leider nur Verschanzung 1 von 5. Das ist natürlich nicht so toll. Aber gut, vielleicht kann die eine oder andere Einheit ein bisschen überleben. Laden wir die ein bisschen auf und vielleicht hilft es, damit sie noch eine Runde länger überleben. Das Geld investiere ich jetzt mal dafür, weil das würde mir natürlich schon in gewisser Weise weiterhelfen, wenn er, ja, wenn die Einheiten dann eine Runde später sozusagen an der Front sind. Ich denke mal, er wartet wirklich mit Barbarossa. Gut, aber lassen wir den Spaß und beenden wir den Zug.
US-Protektorat, jawohl. Rotes Meer. Nicht-Angriffspakt mit Japan. So, 213, 117 und 113. Ja, das ist sehr schön. Das heißt, da können wir dann Industrietechnologie in Auftrag geben. Gut, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.